was wirkt da auf den Darm? Da haben wir diesen genannten Stress. Wir haben Giftstoffe, Nahrungszusatzstoffe, Haltbarkeits-, Farbstoffe, Geruchstoffe, Dinge, die von außen auf uns einprasseln, die stören eine Schutzbarriere, die über den Darmepithelien liegt. Umso mehr diese Schutzbarriere abnimmt, umso gereizter reagieren die Darmepithelien. Jetzt führt das zu einer Störung im Immunsystem, zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten und daraus ergibt sich dann ein schleichendes Autoimmunfeuer. Man sieht, die Darmflora abnimmt, die Darmflora geschwächt ist, sich sozusagen ausdünnt durch eben genannten Faktoren. Umso mehr entzünden sich die Darmepithelien, sie werden immer röter, Mitte zu stärken, nicht? Das Element, sagen wir in der chinesischen Medizin. Das ist dieser Bereich in uns, der uns die psychische Resilienz gibt, der sozusagen unser mentales Immunsystem stärkt, der uns die innere Festigkeit gibt. Nicht, im Indischen sagen wir, das Sattwische gibt, nicht, die innere Festigkeit, die dann zu einer inneren Sicherheit wird und die wiederum zu einer inneren Klarheit wird, sodass ich mein Leben ausrichten kann auf das wirklich Wesentliche und ich aus dem scheinbar so Wichtigen immer mehr rauskomme und das Leben, wie Sie eben richtig sagten, an der Essenz auch packen kann. Und hier spielt der Darm eine ganz übergeordnete Rolle, weil er ist Teil eben der Mitte dieser inneren Erdung, ist das Haupterdungsorgan. Und wir wissen, umso mehr wir in uns geerdet sind, umso sicherer fühlt sich unser Vagusnerv, unser vegetatives Nervensystem. Und das wiederum ist die Grundlage, dass Herzkohärenz entstehen kann, dass sich das Herz öffnen kann und dann wirklich Herzensweisheit, altes gereiftes Herzenswissen in unsere Wahrnehmungs- und Gefühls- und Entscheidungsprozesse, Gedankenprozesse mit einfließen kann. Und umso weiter sich das Herz öffnet, umso mehr entsteht dann auch eine Verbindung an unser Urvertrauen, an etwas, was tief in uns dann auch uns Sicherheit gibt. Und erst das bringt den Unruhegeist dann wirklich zur Ruhe und gibt uns dann die Möglichkeit, kreativ, schöpferisch jetzt unser Leben wirklich unseren Anlagen entsprechend zu gestalten. Absolut. Also es sind jetzt letztendlich Autoimmunerkrankungen, die unser Leben verkürzen. Es sind Autoimmunentzündungsprozesse, sogenannte Silent Inflammation. Entzündungsfeuer, die dazu führen, dass daraus dann Autoimmunerkrankungen entstehen, die dann zu den chronisch degenerativen Erkrankungen führen, wie Diabetes, wie Rheuma, Sklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, Alzheimer. Nicht? All das sind chronisch degenerative Erkrankungen, die uns 10 Jahre früher sterben lassen als eigentlich nötig. Und alle haben ihren Anfang im Darm. Denn hier im Darm kommen zwei Prozesse zusammen. Auf der einen Seite der Stress aus unserem Denken, aus dem zu vielen Denken, aus diesem Mangelbewusstsein, mir fehlt etwas und deswegen muss ich ganz viel da draußen machen. Und auf der anderen Seite ist es die lebensfeindliche Ernährung, die uns immer mehr verleitet, immer mehr davon zu essen. Und nicht dieser toxische Cocktail, der entsteht im Darm. Hier setzt sich sozusagen der Stress der Nahrung und der Stress des Denkens, setzt sich hier fest. Wir können das vielleicht mal in einem Bild zeigen, was das bedeutet. Hier im Darm, wenn man das jetzt so sieht, da haben wir den Beginn der chronischen Entzündung, diese Autoimmunfeuer, die hochlodern. Und die dann hochlodern in den entsprechenden Bereichen, wo wir unsere noch zu erarbeitenden Lebensthemen haben. Das heißt, es gibt Stichflammen, die dann deutlich machen, es geht ums Herz, es geht ums Gehirn, es geht um die Bauchspeicheldrüse. Dahinter verbergen sich dann Lebensaufgaben, Themen, die auch angeguckt werden wollen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was wirkt da auf den Darm, da haben wir diesen genannten Stress. Wir haben Giftstoffe in der unterschiedlichsten Form, Nahrungszusatzstoffe, Haltbarkeits-, Farbstoffe, Geruchstoffe und so weiter. Wir haben unverdaute Speisereste, die an sich teilweise auch nicht 80% dessen, was es im Supermarkt gibt, verkürzt unser Leben, dient nicht einem langen Leben. Nicht?
viele Dinge, die da übrig bleiben. Es sind Medikamente, es sind aber durchaus auch Erreger, die von außen kommen können. Also all diese Dinge, die von außen auf uns einprasseln, die stören eine Schutzbarriere, die über den Darmepithelien liegt. Umso mehr diese Schutzbarriere abnimmt aus Omega-Fettsäuren, aus Byraten, aus Mucosa-Schichten, umso mehr diese schützende Schicht abnimmt, umso entzündeter, gereizter reagieren die Darmepithelien und plötzlich reißen die an einer oder der anderen Stelle auf, Giftstoffe treten durch und jetzt führt das zu einer Störung im Immunsystem, zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten und daraus ergibt sich dann ein schleichendes Autoimmunfeuer. Man sieht hier nochmal von der einen Seite zur anderen Seite gehen, wie wir stabile Schutzschichten über den Darmepithelien haben, die sogenannten Tight Junctions, die Zwischenräume zwischen den Epithelien sind geschlossen und umso mehr jetzt die Darmflora abnimmt, die Darmflora geschwächt ist, sich sozusagen ausdünnt durch eben genannten Faktoren, umso mehr entzünden sich die Darmepithelien, sie werden immer röter, so sieht man auf dem Bild, und die Tight Junctions, diese Zwischenräume, reißen auf. Man spricht vom Leaky Gut, vom durchlässigen Darm, man kann das messen, sogenannten Zonulinwert, je nachdem, wie hoch der ist, zeigt es, wie offen diese Epithelien sind und wie stark sie Entzündungsparameter beeinflussen und dann Giftstoffe durchlassen. Und im schlimmsten Fall rauschen die Giftstoffe, also Stuhl, direkt ins Blut durch und löst hier dieses Autoimmunfeuer aus. Und das hat natürlich jetzt katastrophale Auswirkungen, die weit unterschätzt werden. Wir sehen also hier deutlich, dass die entzündeten Epithelien direkten Einfluss haben auf das Gehirn, auf Depressionen, auf Schlafstörungen, auf Müdigkeit, auf Antriebslosigkeit. Alles aus einer Störung im Mikrobiom und eine riesen Stoffwechsel-Zirkulation geht in die verkehrte Richtung, gesteuert durch den Vagusnerv, der mit letzter Kraft versucht, die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu kriegen. Schafft er aber nicht, wenn das System zu stark abgelenkt ist über den Sympathikus und wir dann in der permanenten Adrenalindominanz sind. Und das ist jetzt der Vagusnerv. Hier sehen wir, wie stark der Vagusnerv im Bauchhirn verankert ist. Ganzes Bauchhirn, das sich daraus entwickelt. Dann sehen wir das Herzhirn sehr deutlich betont und das Kopfhirn. Und wenn Kopfhirn, Herzhirn und Bauchhirn in Kohärenz sind, also im Einklang funktionieren, dann sind wir besonders intuitiv wach und klar. Und dieses Bauchhirn und Herzhirn miteinander, die bestimmen maßgeblich darüber, wie gut es uns gelingt, unser Leben zu bewältigen und dann eben auch solche Triggerwellen, die uns immer wieder aus dem vorderen Ast, Vagusast herausreißen, in den Stress oder in den inneren Shutdown hineintragen, diese Triggerwellen gut aufzufangen. Und umso mehr wir im vorderen Vagusast verankert sind und das sich dann auch über ein stabiles Bauchmikrobiom zeigt, umso mehr sind wir in dieser Triologie des Vagusprinzips auch verankert. Triologie des Vagusprinzip heißt es, umso mehr wir geerdet sind, umso mehr Sicherheit wir finden, umso resilienter sind wir gegenüber den Stresstriggerungen und umso mehr kann sich unser Herz öffnen, sodass Urvertrauen, Verbindung zu etwas Größerem gelingen kann. Das wiederum bringt den Geist zur Ruhe, sodass wir ihn gezielter einsetzen können für das, was uns am Herzen liegt. Und von daher ist es so unglaublich wichtig, dieses Mikrobiom zu pflegen, denn ein gestörtes Mikrobiom, ein verschleimtes Mikrobiom macht auch Meditation fast unmöglich. Das heißt, man kann sich regelrecht ein Wolf meditieren, das System verschleimt ist, dann komme ich in der Meditation auch nur bis zu einem gewissen Punkt und die eigentlichen Türen, von denen ich mir wünschen würde, dass sie sich öffnen, die bleiben schlicht und einfach verschlossen.
Stimmt. Ja. Und wir können jetzt dieses Mikrobiom stärken durch probiotische Darmbakterien. Das weiß inzwischen jeder, das macht auch jeder. Man sollte immer darauf achten, dass die mikroverkapselt sind, also magensaftresistent verpackt sind. Da viele Pulver und Tropfen durch die Magensäure kaputt gehen, da ist einfach sehr schade drum, weil die sind ja auch leider sehr teuer. Und wenn das einfach im Magen verraucht, ist das blöd. Also hier immer auf Mikroverkapselung achten. Darmkraft, ne, deinen Darm aufbauen, kräftigen über probiotische Bakterien, Lactobacillen, Bifidobakterien, vielleicht auch hier von verschiedenen Firmen Dinge nehmen, weil wir wirklich eine Vielzahl brauchen von verschiedenen Mikrobiotika. Und das habe ich damals schon, als ich meine Doktorarbeit über den Darm geschrieben habe, in den 80er Jahren, da ging es schon darum, diese Bakterien zu analysieren und herauszufinden, wie wichtig sind Ballaststoffe, damit auch diese Bakterien genügend Futter haben, damit sie gut arbeiten können. Und die Ballaststoffe sorgen natürlich dafür, dass die Darmpassage schnell abläuft. Das heißt, umso schneller der Nahrungsbrei durch den Darm hindurchwandert, umso weniger haben giftige Stoffe Zeit, an der Darmwand Entzündungsprozesse auszulösen. Und das ist heute noch wichtiger, als es damals vor 40 Jahren war. Heute sind so viele krebserzeugende Stoffe in der Nahrung, so viele Stoffe, von denen es einfach eine Unverschämtheit ist, dass Lobbygruppen das immer noch durchsetzen können, der in die EU, dass solche Sachen ins Essen rein dürfen, wo völlig klar ist, was sie im System machen, in dieser Menge. Und das muss an der Stelle nochmal gesagt werden. Die ungesunden Sachen werden erlaubt und gesunde Sachen, Vitamin D will man jetzt verbieten, das ist einfach unglaublich. Nicht? Aus den chinesischen Hammer. Rezepturen werden einzelne Bestandteile herausgenommen, die seit 5000 Jahren wirksam sind. Und unter fadenscheinigen Argumenten versucht man jetzt zu zeigen, die angeblich toxisch sind und nicht, auch nicht der Novel Food Ordnung entsprechen. Und was man da alles gefunden hat, um uns das Gesunde zu nehmen, aber das Ungesunde, das darf sein, von Glyphosat bis hin zu Mikroplastik und so weiter. Und all diesen Nahrungszusatzstoffen. Also hier muss man wirklich vermuten, dass hier Kräfte am Werke sind, wo wir sehr viel Wachheit brauchen, um die zu kennen und dem aus dem Weg zu gehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier etwas sehr Gutes dem Körper zuführen, nicht nur um Entzündungsprozesse einzudämmen, sondern um gerade den Darm auch zu schützen, zu stärken. Also dieses Omega-3 Plus wäre eine weitere Rezeptur, wo es darum geht, dieses Darmmikrobiom dem wirklich eine Grundlage zu geben. Und hier sollten wir auch darauf achten, dass wir einen Omega-3-Spiegel im Blut haben, der mindestens bei 8 liegt. Nämlich diese Omega-3-Werte, die messe ich seit über 10 Jahren. Das ist ganz wichtiger Bestandteil meiner Praxis am Steinhuder Meer, weil wir wissen, dass der Vitamin-D-Spiegel zwischen 40 und 60 sein muss. Wir wissen, dass Omega-3 muss über 8 sein. Nur dann können wir weitergehen in der Therapie. Diese Grundlage muss erstmal stimmen. Und hier sind wir in Deutschland einfach massiv unterversorgt. Und wenn wir dann schauen, wie können wir diese Kombination aus Körper, Geist und Seele am besten ganzheitlich noch stimulieren. Da spielt natürlich die traditionelle chinesische Medizin noch eine große Rolle, denn die bezeichnet diesen ganzen Bauchbereich, nicht, als die Mitte, das sogenannte Erdelement. Und dieses Erdelement können wir stärken mit einer Rezeptur, die nennt sich Astragalus 10. Das ist eine 500 Jahre alte Rezeptur, die speziell das Ziel hat, bei allen Formen von Störungen in der Mitte hier Gleichgewicht wiederherzustellen. Damit ist sowohl der Darm als auch das Mikrobiom gemeint, aber auch Solarplexus, also der ganze Bereich des Bauchhirns, so würden wir es ja nennen, oder wir würden es auch heute in der modernen Regulationsmedizin einfach den Vagus nennen. Dieses Vagusprinzip, das sich im Bauchraum hier in besonderer Weise zeigt, das braucht eine Stärkung, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so schnell in Stress geraten, so schnell getriggert sind, braucht es hier eine gute, solide Grundlage, eine solide Basis. Und diese Astragalus 10 Rezeptur ist besonders für Burnout-Patienten, für gestresste Patienten, sie das, was wir brauchen, um diese innere Erdung zu finden. Auch diese Rezeptur Wurzelkomplex ist ähnlich. Hier sind es Heilwurzeln, die zusammengefügt worden sind, inneren Anker zu stabilisieren, um auch den Darm vor allem zu festigen.
Da sind jetzt drin die Maca-Wurzel aus Mexiko, die Ashwagandha-Wurzel aus Indien, Astragalus und Ginseng aus China, Rosenwurzel aus Kanada, Ingwer aus Arabien, also die besten Heilwurzeln aus allen Teilen der Welt, um den Darm, das Mikrobiom, die Mitte zu stärken, zu stabilisieren. Also wir haben in der modernen Hochdosis Naturmedizin Möglichkeiten, nicht nur bei Reizdarm, bei Colitis, bei Crohn, bei Verdauungsstörung. Das ist das eine, aber es geht eben darum, im Größeren, im Big Picture zu schauen, wie kann ich mich erden, um stabiler den Herausforderungen des täglichen Lebens begegnen zu können. Und da sind diese vier genannten Substanzen etwas, was uns aus der Schatzkiste der Weltmedizin zur Verfügung steht, was wir nutzen können. Ja, also diese Medizin, die ich vertrete, ist eine neue Medizin der Hoffnung, wo es darum geht, im salutogenetischen Sinne das Gesunde, das Positive zu stärken. Wir wollen hin zur Gesundheit und nicht weg von Krankheit. Wir wollen nicht antibiotisch, antirheumatisch, antihypertonisch agieren, sondern probiotisch, dem Leben zugewendet, das Vorhandene, was funktioniert, das in seiner Funktion stärken. Und dabei wollen wir auch den Vagusnerv als Verbündeten gewinnen, das ganze vegetative Nervensystem als Verbündeten gewinnen, damit es uns automatisch in seiner automatischen Funktionsweise so unter die Arme greift, dass wir mithilfe dieses Vagusnervs dann auch das Beste in uns finden und zur Entfaltung bringen können. Und dazu brauchen wir einen guten Vagustonus. Und das ist etwas, was wir gerade am Steinhuder Meer unseren Kurpatienten als erstes machen, dass wir über ein Stress-EKG den Sympathikustonus und den Vagustonus messen und dann schauen, mit welche Artenübungen können wir eintrainieren in diesen 6 Tagen bei uns, damit der Patient mit einem maximal gestärkten Vagusnervensystem dann wieder nach Hause fährt. Und da gibt es ein sehr spannendes Programm, das wir auch online gestellt haben, eine Online-Vagus-Challenge, die wir vielleicht auch verlinken können, Ja, in jedem unter dem Fall. Video. Das ist was ganz Spannendes, um eben diesen Vagusnerv als den Dirigenten der Selbstheilung, dieses Orchesters der Selbstheilung, gerade auch der Selbstheilung im Darm, weil wir haben ja eben dieses Geflecht gesehen, das sich am Darm, den ganzen Darm herum befindet. Um diesen Bereich zu stärken, brauchen wir einen starken Vagus und können es uns nicht leisten, dass er ständig am Boden liegt, nur weil wir die ganze Energie in den Sympathikus, in höher, weiter, schneller stecken. Da brauchen wir eine gute Balance. Und das ist möglich, die auch zu stabilisieren. Ich kann inzwischen aufgrund der vielen Studien so weit gehen, dass wir sagen können, der Nasenatmer lebt etwa 10% länger als der Mensch, der nur durch den Mund atmet. Und insofern Nasenatmung zu trainieren, das machen heute alle, die lange leben wollen, das machen alle Sportler. Das ist im Longevity-Bereich das Ding schlechthin, sich nachts den Mund zuzukleben, um eben auch in der Nacht systematisch durch die Nase zu atmen. Wer das mal gemacht hat, wird staunen, was das in seinem Leben bringt. Also Nasenatmung und dann ist mir die 47-11-Atmung sehr nah. Das kann man sich vielleicht ganz gut merken. 40-11 heißt, ich zähle bis 4 beim Einatmen und zähle bis 7 beim Ausatmen. Und mache das 11 Minuten am Tag am Stück in der Meditation und dann zu jeder vollen Stunde immer mal 3, 4 tiefe Atemzüge. Da komme ich auch 11 Mal am Tag etwa, wenn ich das so der hellen Tageszeit mache. Also 11 Mal am Tag tief durchatmen und einmal 11 Minuten eben praktisch üben. Dieses tiefe Atmen bis 4 beim Einatmen, bis 7 beim Ausatmen, das stärkt den Vagusnerv, das fördert die Lungenkapazität, stärkt das Zwerchfell. Das sind alles lebensverlängernde Maßnahmen. Während die höchste Form natürlich, und können wir vielleicht auch zum Abschluss sagen, nicht die höchste Form des Atmens ist der beobachtende Atem, weil wenn ich den Atem einfach nur
in Achtsamkeit beobachte, dann dehnt sich nämlich mein Atemvolumen, das vorher im Stress vielleicht zwischen 400 und 500 Milliliter Luftvolumen, die rein und rausgehen, dehnt sich plötzlich auf 3 Liter, 3,5 Liter. Das heißt, Oh jetzt ja. wirklich die Menge an Energie in meinen Körper rein, die ich auch brauche. Und das passiert allein schon durch das Beobachten des Atmens, dass der Körper dann in der Freiheit ist, sich das zu nehmen, was er in dem Moment auch braucht. Und das ist in der Regel deutlich, deutlich mehr, das Fünffache, das Zehnfache mehr als das, was ich eben sonst biete, wenn ich im Stress bin. Die Das ist Natur. meine abschließende Empfehlung. Wenn man wirklich einen Rat geben kann, dann geht es darum, alles zu tun, dass wir eine innere Wachheit und Klarheit, eine innere Anbindung haben, weil nur wir selbst können herausspüren, was Wahrheit und was Täuschung ist, egal was der Arzt, egal wie langsam die weißer Kittel auch sein möge, egal was er sagt, da sind oft viele, viele Irrtümer. Es wird viel mit Angst gearbeitet und wir sollten auf unser eigenes Herz hören und dafür Sorge tragen, dass der Geist und die Intuition, unsere Herzkohärenz, dass das sehr wach und lebendig bleibt, sodass unser innerer Arzt sich deutlicher artikulieren kann und wir ihm dann auch vertrauen.